Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir, Scott Wade Wilson. Es ist an der Zeit, sich wieder zu verabschieden. Thailand Staffelfinale 2022 passiert jetzt und heute und in diesem Video. Es wird das letzte Video von Thailand in dieser Staffel eben sein. Ich verabschiede mich jetzt auch von meinem Freund oder meiner kleinen Freundin, die da draußen wohnt, die mich die ganze Zeit hier immer unterstützt hat und mich aufgeheitert hat. Wohnt auf dem Balkon, Name ist Kran Lua und ja, ein paar Sachen werde ich hier lassen müssen, wie diese lustigen Donut-Schwimmreifen-Dinger zum Aufblasen. Ja, eine letzte Kajaktour wird es geben, da auf die andere Seite der Insel. Von dort werde ich dann verschwinden. Wie das geht, werdet ihr alles in diesem Video sehen. Also lasst uns kurz Kran Lua reinholen und ja, verabschieden wir uns auch von Kran Lua. Erinnert ihr euch noch, als ich hier ankam, dieses Jahr, was das für ein Gefühl war? Oh, wenn ich auch da zurückdenke. Scott! Scott! I can't be. Just sent you back to the future. Scott! I'm back! You can't be! I sent you back. I know. You sent me back home. Oh no, I'm back. Back from home. Oh, I know you did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future. Great God. Scott. Great Scott. Zum allerletzten Mal hier draußen auf dem Meer, bei der Sache, die ich am meisten liebe in Thailand, hier auf Phi Phi, Kayaking. Und ich denke zurück an all die großartigen Abenteuer, die Gefühle, die ich dabei hatte, all das, was passierte, die Erinnerungen und das Großartigste, als ich meinen Lebenstraum erfüllen konnte, nämlich am Maya Bay zu sein und dann noch ganz alleine. Es war eines der besten Gefühle jemals in meinem Leben. Und ja, wenn ich auch selbst zurückdenke, so ein wunderbares Gefühl und so eine schöne Sache, dass ich hier sein durfte und ich bin sehr dankbar. Was passiert hier gerade eigentlich? Bin ich alleine am Maya Bay? What?
angekommen am magischen Platz. Das genau hinter mir ist der Platz, von dem aus ich Thailand verlassen werde. Ja, wirklich. Hört sich doof an, hört sich blöd an, hört sich lustig an, verrückt. Das ist die Wahrheit. Es wird passieren in ein paar Minuten. Und man hört hier immer dieses komische Geräusch. Es funktioniert aber so, man muss diesen großen Stein hinten berühren. Menschen sagen, man muss auch eine persönliche Sache an sich haben und mit sich tragen. Mit dieser Sache muss man Abenteuer erlebt haben, das muss was Persönliches sein. Man muss die Erinnerungen und Abenteuer mit diesem Gegenstand teilen. Dieses Ding war immer bei gefährlichen, lustigen und Spaßabenteuern mit dabei. Sollte also funktionieren, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen. Ich gehe jetzt mal rein und dieses Geräusch, es wird immer manchmal lauter, manchmal leiser. Aber das ist der Ort. Und da kommt mir gleich wieder die Erinnerung in den Sinn. Erinnerst du dich auch noch? Drüben in die Pilé-Lagune. Was war das für ein Tag mit dem Kajak? Wow, crazy, die ganzen Boote. Aber dann die Höhle, die wir eigentlich gemeinsam fanden, weil du oder ihr seid immer mit dabei. Das waren wirkliche, echte und wahre Abenteuer. Hör dir das. Hier sind wir. Na, da ist aber jetzt was los, so richtig. So, lasst uns zwischen die Boote da durch paddeln. Nur mehr wenige Schritte davon entfernt, wirklich Thailand zu verlassen. Und ich muss sagen, das ist so ein mystischer Platz hier. Habt ihr schon öfters in meinen Videos gesehen. Ich glaube, die Spirits, Geister, Seelen, die hier alle mal vielleicht auch verstarben, hier waren, was sich da abgespielt hat, die gibt es immer noch, die bleiben hier. Diese Energie, die kann man hier wahrlich spüren. Und da. Genau, wenn ich davon spreche, wow, dann kommen hier Affen und der schaut ein bisschen gruseliger aus, der zeigt die Zähne. Das ist wirklich mysteriös. Genau, wenn ich davon spreche und der setzt sich dann auf meinen Kajak, macht kurz ein paar Schreigeräusche und haut dann wieder ab. Wirklich, dieser Platz hier. Und der Sound, okay. Machen wir jetzt bereit. Kajak, das wird dann später abgeholt, das habe ich so ausgemacht. Ich habe genau noch eine Stunde Zeit, dass ich mich mental darauf vorbereite, mich auch im Kopf verabschiede von Thailand und das steht jetzt am Plan. Und heute nehme ich Juan mit zum Secret Beach mit der Dschungelwanderung. Wir müssen hier kurz zum Dschungel und ich spreche ein bisschen leise. Wir müssen nämlich auf die Affen. Juan, you take this, because these are monkeys. Really? Yes. There's the beach, you can see it. So, wir haben es geschafft zum geheimen Strand.
War gerade ein schwarzer Rabe da oben auf dem Ast, 100%. Ich habe mich nur kurz gebückt, die Kamera aufgehoben und schwupps war der weg. Wie kann das sein? Das hier hinter mir ist der Stein. Ich bin etwas nervös, weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe die persönliche Sache, mit der ich viele Abenteuer erlebt habe, bei mir. Es sollte eigentlich funktionieren. Könnt ihr das hören? Es wird irgendwie immer lauter. Okay, ich möchte mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich weiß nicht wie, wo, wann, aber hoffentlich trotzdem bald. Ich gehe jetzt meinen Weg, sage danke fürs Zusehen und ciao.